super often. So are they playing low, like legit? Huh? Like yes. Right now? It's like yeah, this is legit. Yeah, they're about to play. Guildman. Guildfogel, I think. Guildfogel, that's right. And Marius. All right, Spacey's matchup. Classic matchup. Geldjung is today super fast. Yeah. Yeah, he's insane. I love watching him play. I love playing him. It's always so fun. He's gonna bounce back, yeah, for sure. Dennis always bounces back. Yeah. Was it against you who got the fast? All right, going for a grab right away. Fast. Yeah. With the 20 hit combo. Nice combo. Quick 61%. Nice forward down air in the end. It was so nice. Love that shit. Yeah, oh my. Oh, great. Fucking get him. Yeah. 15 seconds. Younger. Stock is gone. Oh, wow. Shit. Lights out. He's going in. My. Oh, jeez. Wow. Oh, Marius has got to bring it back together now. Oh my gosh. Four stock. Kann ich seine Ward noch mal? He's on fire. Die ganze Tag schon. Gonna share this chair. Oh yeah, no. Get your cheeks on the chair. Chair. Oh yeah. One cheek per chair. Exactly. Yeah. Basically, both my cheeks are hanging below the chair. There was a lot of cutsy. Oh, spam this cutsy. I see. That's very good. I think you won because he's a very good player. Hey, today you kind of fell into your panic stuff super fast again. I was super nervous the entire day. Yeah. I don't know why. I noticed. Game, let's comment on the one that's actually playing right now. Yeah. Vogel is like slaying it. Yes. Vogel? Oh shit. Playing the bird. Hat jemand einen Feuerlöscher? Dang. El Fuego. The combos are too fire. Der Geldfalke. Oh. Aber? Der ist eher ein Phönix, wie heißt er es? Phönix aus der Asche. Oh mein Gott, na klar. Wie ein Phönix aus der Kacke. Executed. Das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Das ist so clever. Oh mein Gott. Oh! The Sterny Award. Das ist so gut. Wow. Okay, Game 2. I'm rooting for Geldmann, by the way. Okay. Because he's the only other Fencer Deck representative, so I gotta root for my boy. I don't want to be rude, maybe I'm just completely wrong here, but I have never seen Geldmann playing like a major position in this tournament. I don't know, maybe I'm wrong, but I always thought that like for example Mao would be a better player than Geldmann, just because I've seen like Geldmann be a third place or something. Geldmann actually won one tournament, Marius did. Okay. Yeah, Geldmann, Geldmann okay. And Maxi both were the people that shouldn't have won a tournament that did because they upset what like the no, we got, no, according to the seeding, to the seeding. Of course, they should win every tournament, but, you know. But yeah, it's pretty much in the like below the top three in Berlin. We have Nikki on number one position, then we got Artur, and then we got Konzi. And below that, it's a toss-up of four players, which are Maxi, Marius, Geldmann, and myself. And we like really like beat each other up every once in a while. Yeah, it's like super. Like there's no, you can't tell. Like there's no way to rank them. He's kind of bringing it back into the Marius set. Yeah, I think did Geldjunge play Falco the entire tournament? The entire tournament. Okay, because he knows that there's just foxes and he beats Fox with his Falco. No, just to have fun. He just didn't want to super try hard today. Like he's trying, but like he didn't want to play Fox and sweat. He wanted nice. To play Falco and have fun. I mean, he beat Khan with his Falco before, so you know. Yeah. He's his Falco is insane. Like, he's actually legit again. He's also the only one. Like the tournament that he won, he was the only one winning against Artur's Fox. Yeah. With Falco, he 3-0'd him. Yeah. Oh, and there we go. That should be game two. Yeah. Solid 3-stock. Mario's bringing it right back. Did it do the transition automatically? Yeah, it does. Yeah. Dude, this guy is. Yeah. Shoutouts to Jonas. Project Clippy. Stimmt, eigentlich ist Brian weg. Okay, Leute, wir sprechen wieder. Back to Berlin. Also ich
Alle klar, also gut, dann machen wir das eben auf Berlinerisch. Wir sind ja ruhig. Ja. Also von mir aus können wir das auch so machen. Ja. Juti, jedenfalls, Geldjunge. Ich habe den Chat für Berlinerisch. Oh! Oh, he's so fast. Der kriegt den Tech Chase auf der Plattform nicht, was auch nicht so leicht ist, aber da, er probiert mit dem Laser irgendwie sich eine Position rauszuholen, aber Marius war zu weit weg. Das ist so ein bisschen das Problem, was Falco hat. Er hat ein erstaunlich, also ich sag überraschend schlechtes horizontales Aerial Movement. Das habe ich noch nie gesehen. Er hat es einfach mit der Nähe gecovert, weil sie so riesig ist und so lange draußen war. Aber mit der, wo er super nah an der Kante stand und dann ist er kurz runtergefallen und eine Backair gemacht. Ah, okay, ja, das ist auch. Das war super. Oh, okay, ja, die Nähe, er wollte sich wahrscheinlich in die andere Richtung hauen. El Fuego. Geld Fuego. Okay, und das ja, Mann. Oh mein Gott, ein Dicker. Tier, Alter. Ey, Weak Bear into Strong Bear, na klar. Wer braucht eine Paul-Kombo, wenn man eine Paul-Kombo machen kann? Ganz ehrlich. Ey, Paul hat die besten Air-Dodges der Welt. Ich sag das ist auch true. Das ist auch so geil. Geil. Oh mein Gott, wie kann man so dermaßen überleben? Da ist er wieder. Und er ist immer noch da. Da hinten springen müssen und down, ja. Ja. Okay, kriegst du noch extra, er kriegt kein extra Damage mehr. Er donated diesen Stock, er probiert nicht zu edgeguarden. Marius ist gerade auf die Liegestütze. Imagine, wir sehen in Top 6 einfach Liegestütze, das wäre so brutal. Musst du auch zwischen Games machen, na klar. Oh! Ja, okay, aber er war auf jeden Fall schon zu weit vorne, sodass er keinen Spike kriegt. Aber Jesus Maria. Was ist das? Deutsche Kinso, Alter. Ey, wir sagen in Berlin immer, dass Geldmann deutsche Mango ist auf jeden Fall. Und ich finde das auch nicht verkehrt, weil er spielt sehr, sehr ähnlich. Oh, Ballack! Klasse! Klasse! Oh, er probiert ihn mit den Tricks abzuholen, aber Marius ist mit allen Wassern gewaschen. Oh, klasse! Ey, super, toll, prima. Oh, okay, ja, Platform Cancel Bear. Und das könnte ein Edgeguard sein. Und er macht es mit der Bear und das ist es. Du hast noch runtergeworfen. Ja. For good measure. Okay, Marius macht sich kurz Gedanken, sammelt sich. Finde ich immer fair, wenn Leute zwischen Vlogs so sagen, so, weiß ich nicht, Geldjunge würde sowas niemals machen. Aber nein, Geldjunge sammelt sich. Aber Geldjunge hat auch ausgezeichnet bekommen. Ist einfach bereits gesammelt. Und ausgezeichnet. Oh. Mhm. Ich habe mich erinnert, ja klar. Über diesen Joke habe ich schon mal gelacht. Sehr, ne? Oh! Oh! Oh ja, und der dachte, der kriegt ihn runter, aber Marius ist auf der Plattform geblieben. Guter SGI, glaube ich. Sein Alko viel hyper als sein Fox. Voll, ich meine, Marius könnte das Game auch immer noch locker gewinnen. Er ist sogar im Vorteil gerade. Oh, der Grab! Dancing geht direkt rein mit dem. Oh. Dancing Queen. Oh, das ist okay. Oh, okay, was ist das denn? Er geht für die ganz insanen Moves. Und ja, Marius hat glaube ich, seinen Sprung zurück. Nee, hat er nicht. Hat er seinen Sprung wieder nicht zurück? Nee, hat er nicht. Holy fuck. Hat er nicht. Holy shit, Marius mit der Recovery aus der Hölle. Nein. Absolut out of shield, natürlich. Natürlich in Lügner. Oh, natürlich in Lügner. Er probiert den Edge Cancel. Marius antizipiert den Edge Cancel. Geldjunge kriegt ihn glücklicherweise nicht. Und jetzt. Geldjunge spielt nochmal kurz. Oh Gott! Und das ist es! Geldjunge holt das 2 zu 1. Mit dem Pop-Off. Ach du Scheiße. Let's go, Paule! Oh, das ist der Klassiker Schalobo gegen... Gegen Prenzelberg, ja. Spam this. Das wird schwer, aber ich schaff das. Alles geschafft. Geldjunge einfach 2-1 vorne. Mit Falco. Ich glaube, ich brauche noch einen Namen für den einen Emote. Von. Hier. Ja? Von Frosting. Oh, ja. Guter, ich habe letztens ein Emote von Geldmann. Das ist es. Du Scheiße, Mann. Ich habe letztens ein Emote von Geldmann reingebracht. Oh, wirklich? Ja. Ey, Chat, gebt mir eure Geldmann-Emotes. Berlin 13W. Berlin 13 W, Alter. Berlin 13 Kombos. Die ganzen Südwestatzen sind alle gesappt bei uns, Alter. Ja. Ey, vielleicht wurde hier... Oh mein Gott. Geldmacher. Oh, Geldmacher. Das ist Geldmaschine und... Yo! Fuck? Er wurde barely touched, Digga. Er wird beerdigt einfach. Geldmann macht direkt weiter, wo er aufgehört hat. Ich schwöre. Ja, ohne Spaß. Scheißegal, es ist ein anderes Set. Es geht jetzt direkt weiter, Jungs. Spam this hilarious to help your marriage. Ach du Scheiße. Wir haben das mal, als Konzi auf einem japanischen Turnier war, habe ich den Chat mal vollgespammt mit. Wir haben so ein Konzi-Emote in dem Berlin-Melee-Kanal und habe den Chat vollgespammt mit Spam this Fratze to support your Atze. Okay. Ja, das ist ein Da hat er doch richtig knapp gespielt gegen Emsa. Ja, naja, er hat ein Game gewonnen. Aber er ist Zweiter geworden, hat halt so ganz Japan upsettet, außer Amsa halt. War schon sehr sick von Konzi.
Aber hier... Geldmann hat überhaupt keinen Bock, irgendwas abzugeben. Olle ist insane. Try to win, und das ist es auch. Gegen den muss ich jetzt spielen, Alter. Was für ein Scheiße. Oder gegen Marius. Wenn noch mehr Hilarious gespammt werden. Ja, oh, der geht für die F-Smash, und das könnte sein, aber er will einfach auch. Wer? Michael. Michael. Michael, ich wusste, du kommst mit einem guten Pattern an. Ich wusste, du kannst liefern, und da ist es. Spam des Schwamm to help Geldmann. Oh! Und da haben wir zwei Stocks zu einem. Strause? Marius, für Marius hier Tournament-Stock potenziell, wenn er sich hier nicht nochmal zusammenreißt. Und Geld, Junge, ja, er hat das Ruder in der Hand, sag ich mal. Aber gerudert sein will ja auch gelernt werden. Das ist, wie man Deutsch spricht. Ja, das ist, wie man Deutsch spricht, und das sind die Dinge, die deutsche Menschen sagen. Okay, was anderes war. Der war noch nie bei Jedo, so. Oh. Der kriegt Berlin-Verbot. Der Drift of the Recovery, Alter. Und das könnte der Stock sein, wenn Marius die Backer kriegt. Er braucht die Backer nicht mal. Marius bleibt einfach hängen. Und ja, das Game ist wieder komplett even. Wir sind tot gleich. Oh, der todgleicheste Stefan. Geldmonster kann noch verlieren. Oh Gott. Oh shit, oh mein Gott, Marius. Marius hat Bock auf einmal. Ja. Ich weiß nicht, wo der Bock die ganze Zeit war, aber jetzt ist er da. Aber... Oh, und Geldjung kriegt die, den Read nicht. Mein Gott, ja, ich kenne ihn nur als Geldjung. Oh, das könnte die Upsmash sein, und das könnte das... Oh, und das ist das Game, wir gehen zu Game 5. Stock Comeback. Holy fuck, Alter. Das wird richtig spannend. Let's go, Paula, nicht verarschen lassen. Spam this Schwamm. Let's go, Arsch, nicht verpaulen lassen. Spam this Schwamm to support Geldmann. Let's go. Geldjunge. Okay, und wir gehen auf Yoshis natürlich. Natürlich. Wo soll ein Game 5 Set enden, wenn ich auf Yoshi? Unati Story? Ja, Mann, stimmt. Wir haben Konzi auf Tröti. Konzi ist aber das Schild von Tröti. Tröti ist da, ne? Tröti ist da. Ja. Okay. Oh, und das könnte das Stock sein, und er ist es. Du Scheiße, Mann. Er war 10 Minuten zu früh für die Wolke. 10 Sekunden. So 10 Minuten. 10 Minuten. Mein Set gegen Jan war vorhin so. Wir haben so, ich glaube, es hat eine halbe Stunde gedauert oder so. 4 Games. Oh, Fobuki. Okay, und ja, Geldjunge ziemlich im Bedrängnis. Mal gucken, ob er sich mit einer sicken Kombo wieder zurück in das Game kämpfen kann. Aber Marius hat auf jeden Fall gerade die Zügel in der Hand. Und ja, Shieldgrab. Ja, Geldjunge macht die Down-Air zu früh und wird dann geshieldgrabbt von Marius. Das passiert schon die ganze Zeit, dass Geldjunge so ungefährliche Aerials macht. Was für ein Angle! Sorry. Ja, Marius ist halt so gut mit der Center Position. Das ist okay. Und da kommt kriegt er keinen Edge Guard daraus. Marius lässt sich einfach nicht töten gerade, und es kostet. Oh, und mit der Forward Air alles. Pumped up Kicksticker. Ah, das muss es sein. Da ist es. Seit so 50 Sekunden das, was Marius redet, macht sich nicht töten lassen. Mhm. Geldvogel macht tatsächlich was, und Marius lässt sich nicht töten. Ja, aber jetzt bestimmt nur noch eine Sicke Paula Combo kommen. Da ist er vielleicht. Zum Beispiel diese. Oh mein Gott. Und diesmal hat er sich nicht Shield grabben lassen. Oh mein Gott. So fucking worth, Digga. So fucking worth. Das war so ein guter Trade, weil Jonas mit seinem Ausrufezeichen Clip. Ach du Scheiße. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das geplant war, aber es war insane. Das war wirklich Insanity. Aber Marius wieder am Drücker. Ich meine, Geldjunge hat das dann halt ausgeglichen, und Marius ist jetzt wieder am Drücker. Also, ne? Das darf nicht zu wütend werden. Oh, Vorsicht. Oh ja. Oh Gott. Und ja, kriegt den Amstertag nicht, ist an der Stelle auch fast unmöglich. 3% gefressen. Tournament Stock für Geld, Junge, jetzt. Wir hatten das im letzten Game so, dass es umgekehrt war. Und jetzt, ja, Marius, wie gesagt. Marius komplett im Modus. Und das. Oh, what? Okay, Südwest-Ledge-Dash, und das müsste es dann eigentlich sein. Oh, die Wolke, no! Okay, wenn er es jetzt gewinnt, dann wegen Randall, dann wegen Samu. Komm, Fly Amanita. Comeback. Sopo. Oh, das ist es. Und Marius klatscht es 3-2. Das unmögliche Comeback war dann doch zu unmöglich. Ich bin sehr, sehr sad, weil es war wirklich ganz richtig knapp. Ja, Winners Final. Jetzt Winners Final. Winners Final.